Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ich wollte heute mal mit euch über was reden. Es ist irgendwie, ja, komisch, aber es fällt mir jetzt gerade irgendwie wieder ein. Vor ein paar Jahrzehnten. Gott, ich fühle mich gerade voll alt. Mann, ich werde bald 30. Mami. Doch, du hättest mich ein paar Jahre später rausgehört. Ach nee, warte mal. Aber was? Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ich mich noch 3 Jahre im Bauch behalten können, dann wäre ich jetzt so um die 24 rum. Na gut. Ja, auf jeden Fall damals vor vielen, vielen tausenden Monden. Da war es so, dass ich zur Schule gegangen bin. Ist schon krass, wenn man mal überlegt, wie lange das bei mir her ist. Also ich meine, ich habe meine Schule aufgehört, da war ich ungefähr 17, 16, 17, um den Dreh herum. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr. Da bin ich ja nicht mehr zur Schule. Und jetzt bin ich 27 Jahre, das ist jetzt fast schon 10 Jahre her. Krass, wa? Ja, auf jeden Fall. Während meiner Schulzeit wurde dann irgendwann mal meine Mutter zu den Lehrern bestellt und dann hieß es, ob sie mir nicht kein Ritalin geben will, weil ich wäre ja so ADHS-mäßig. Ne? Ja. Und meine Eltern haben dann miteinander geredet und sind sich dann auch einig geworden, dass ich kein Ritalin bekomme. Und warum eigentlich? Wenn du von nichts keine Hand. Meine Eltern haben davon nichts gehalten. Und viele sind später drogensüchtig geworden nach Ritalin. Echt? Ja, also Sucht kann Droge, Alkohol. Wusste ich nicht. Ja, auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, denen hilft es. Und es ist wahrscheinlich gibt es auch viele, bei denen es dann alles leichter wird. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich nicht auch so ein bisschen ein Aufmerksamkeitsproblem habe. Aber andererseits glaube ich auch, dass es viel mit dem Asperger zu tun hat und dass wahrscheinlich das Ritalin bei mir überhaupt nichts gebracht hätte am Ende des Tages. Weil Autismus ist nun mal nochmal eine andere Sache, als wenn man ADHS hat, ne? Ja, total. Und es sind ja auch andere Rezeptoren, die dann da irgendwie behandelt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt, jemandem ein Medikament zu geben für etwas, wo er gar nicht hat oder wo er vielleicht nur zum mini-prozentualen Teil hat. Und ja, auf jeden Fall war es für mich damals so, dass das eine einzige Mal war, dass meine Mutter von Lehrern einen Tipp bekommen hat nach dem Motto, da ist was. Und das andere Mal war, sie sollten mal mit ihrem Kind zum Psychologen nach Fasching. Also ist auch nicht unbedingt der beste Tipp, den da meine Mutter bekommen hat. Und wahrscheinlich hat sich meine Mutter dann so nur so gedacht, no shit, Sherlock, ich habe es ja vorher gesagt, aber gut. Aber ich finde es so interessant, ich war ja wirklich sehr lange in der Schule und ich habe auch viel Zeit damals in der Schule mehr oder weniger verbracht. Und ich kann echt nicht sagen, wenn ich so zurückdenke, dass die Anzeichen von meinem Autismus nicht offensichtlich waren. Also wenn man so die typischen Signale so liest und wenn man so diese Geschichten hört, die es da so von den Kindern gibt, dann war es bei mir wirklich über dem Kopf ein riesengroßes Las Vegas, großes blinkendes Schild, da ist was. Und ich finde es bis heute interessant, dass viele meiner Lehrer haben mir viele Dinge unterstellt, also dass ich faul wäre, doof wäre und alles Mögliche. Aber die sind nie, aber keiner ist je auf die Idee gekommen, dass da vielleicht irgendwie was dahinter steckt, dass ich vielleicht irgendwie einfach nicht, dass ich nicht lernen will, sondern dass es mir einfach nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen. Und es ist ja so, ich hatte die meisten Rechenaufgaben richtig, bloß der Rechenweg hat bei mir gefehlt und das ist so. Das ist das Ding. Das Schulsystem verlangt dann, dass es so zu laufen hat, wie das System sagt. Und wenn es dann nicht so läuft, dann wirst du sofort als doof abgestempelt. Und es finde ich finde es bis heute irgendwie für mich so ein Ding des Fragezeichens. Also wirklich, mir stellt sich da die Frage, wie kann es sein, dass das
dass keiner es bemerkt hat. Dass meine Mutter im wahrsten Sinne des Wortes einen Artikel finden muss in der Zeitung, um ihrem Kind irgendwann mal nicht, ja, ich glaube, mein Hase pullert. Ich glaube, Was? Ihr wisst ja, typisches Ding mit diesem blöden Knopf da. Das war's? Jetzt warten wir ganz kurz. Ich muss mal. Ja, entschuldigt. Für euch ist es jetzt keine Sekunde her. Für mich sind gerade ein paar Minuten vergangen. Und Fehlalarm. Der Hase hat nicht in Gang gepusht. Puh, Glück gehabt. Ja, aber auf jeden Fall. Ich wundere mich halt, dass es nicht offensichtlich war, dass man da nicht irgendwie mal drüber nachgedacht hat, was mit mir nicht stimmt. Weil, und das ist jetzt wirklich kein Witz, ich habe während meiner Schulzeit, habe ich mir unglaublich schwer getan, Kontakte mit anderen zu knüpfen. Ich war immer eher die außerhalb von Gruppen war. Ich habe es nie gemocht, irgendwie, ich mochte Schwimmen gar nicht. Ich habe Schwimmen gehasst. Und es lag nicht daran, dass irgendwie dass die Schwimmkabinen in der Schule, wo wir waren, sowas von nicht sicher waren, dass man da nicht bespannt wird, sondern dass ich es einfach nur gehasst habe. Und vor allem, dass irgendwie jeder in der Klasse es besser wusste, wie man zu duschen hat. Also, das war auch so eine Geschichte. Und das ist, ja. Ich habe mir unglaublich schwer getan. Ich hab Konzentrationsschwierigkeiten gehabt in der Schulzeit. Wegen diesen ganzen Eindrücken, was mir erst, als ich dann älter geworden bin und selbst in Worte fassen konnte, habe ich das erst so richtig bemerkt. Ich hatte nicht das Problem, dass ich nach draußen geguckt habe, weil es irgendwie langweilig war, sondern schlicht und ergreifend, weil der Unterricht so bockenlangweilig war und dazu gepaart mit, dass ich einfach nicht die Konzentration auf den Unterricht haben konnte, wenn um mich herum tausend Dinge passiert sind, die ich ja wahrgenommen habe. Es ist ja alles auf mein Hirn eingeprasselt. Ich wundere mich ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute mein Leben mit 27 resümiere. Muss ich sagen, es wundert mich nicht, dass es mich mit 13, 14 dass ich da total zusammengebrochen bin. Ich wundere mich nicht mehr, weil das Hirn war nun mal schon am Punkt, wo es angefangen hat, sich mit dem, wo der Asperger Autismus angefangen hat, seine Umstellungen zu machen und dann hier seine Zusammenhänge gezogen hat. Und natürlich, wenn du dann versuchst, noch immer dieses, ich bin ja nicht anders und ich muss so sein wie die da draußen, mit aller Gewalt dich in diese Kiste reinzuzwängen, die eindeutig viel zu klein für dich ist und die auch viel vom Kosmos her gesehen viel zu wenig Informationen, zu wenig Spannung hatte. Weil ich meine, das Soziale ist für mich nun mal keine spannende Welt. Es tut mir leid, das ist nicht böse gemeint, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mit Menschen zusammen sein muss, ist das für mich nicht spannend. Aber wenn ich mir dagegen vorstelle, dass mir jemand irgendeine Information gibt, es ist egal was. Und es ein Wissensschatz ist, dann kann ich mich damit stundenlang beschäftigen und es begeistert mich und ich blühe darin auch auf. Ich meine, vor ein paar Tagen hab ich zu meiner Mutter erst gesagt, das Leben mit Asperger, das Schwierigste ist, dass man immer wieder neues Wissen schaffen muss, damit er nicht irgendwie sich bei einem langweilt. Weil in dem Moment, wo ich mich bei irgendjemandem oder von jemandem gelangweilt fühle, da kann ich unglaublich kalt werden. Das ist wirklich, da bin ich wie ein Stück Eis. Da will man nicht in meiner Nähe sein, weil ich dann nicht mehr in der Lage bin, den Versuch des Zwischenmenschlichen aufrechtzuerhalten. Ne? Schon tragisch, ne? Kann auch kalt sein. Hä? Du wirst kalt, du schaltest ab. Was, wie meinst du das? Du bist dann einfach nicht erreichbar. Du bist irgendwo. Ja, gut. Kalt sein ist was anderes. Ja, bei dir, du hast mich auch noch nie sowas von intellektuell desinteressiert, dass ich mir gedacht habe, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das habe ich bei anderen Leuten hingegen aber auch schon oft gehabt, die mir dann gesagt haben, boah, bist du kalt. Okay. Ja, wo ich dann gesagt habe, ja. Also. Ja, ich hätte nicht mal ein Problem. Ja, aber es stimmt auch wirklich, dass es auch so Zeiten gibt, wenn meine Mama mir Sachen erzählt, die mich so gar nicht interessieren, dann ist es wirklich so, dass ich sie komplett ausblenden kann.
Es ist dann wirklich so, als wäre sie dann nicht mehr existent. Ich meine, da ist der ganze Mensch nicht mehr existent. Nicht mehr nur, dass ich die Stimme ausblende oder so, sondern ihre ganze Präsenz ist dann vorübergehend für mich nicht mehr existent. Eigentlich schon ein interessantes Talent. Naja, muss man können. Ja, aber das Ding ist, es ist halt wirklich, ich kann mir vorstellen, dass es für meine Eltern teilweise wirklich schwierig ist, die Balance zwischen ein normales Leben und immer mir mich intellektuell zu fordern und zu fördern zu Was ist geben. ein normales Leben? Ja, bei uns ist es doch normal. Doch, das schon sagen. Ich meine, so ein bisschen ein autistisches Kind, so ein bisschen ständig jemanden fordern müssen. Immer die, so ein bisschen so ein Habitat der Ruhe zu schaffen. Das würde ich schon als normal betrachten. Okay. Ja, aber es ist wirklich. Und in Anbetracht dieser ganzen Sachen, und ich habe das ja damals auch in der Schule viele Sachen auch den Lehrern gesagt, ich habe zu meinen Lehrern gesagt, teilweise mir ist es hier drin zu laut oder irgendwie solche Sachen und darauf hat keiner gehört. Und ja, was ich damit eigentlich sagen will und was ich jetzt eigentlich wirklich, worauf ich eigentlich aufmerksam machen will, ist, in den letzten Jahren ist es oft so, dass es so Geschichten gibt, wo man hört, das und das wurde gefördert und überhaupt und sowieso. Was ich aber auch fände, was schön wäre, wenn man es ein bisschen mehr darauf achten würde, wäre, wenn Lehrer nicht immer bloß sagen, das Kind ist dumm, Stempel drauf, buff, da haben wir keine Hoffnung, nächstes Kind, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen aufpassen, ob das Kind nicht vielleicht einfach nur unterfordert ist und vielleicht sich im Unterricht vom Lehrer gelangweilt fühlt und ihn deswegen ausblendet. Und sich dann wundert, warum er plötzlich vor dem Pult steht und sagt, Helena, Helena, und sich die Lenchen nur so denkt, der Vogel auf dem Baum ist aber interessant, in Anbetracht dessen, dass der Baum zum Winkel zu diesem da steht. Und dann der Lehrer dann irgendwie was von Theodor Fontane wissen will und der muss sich nur denkt, hä, stand der da schon länger? Tja, nun ja. Ist total. Kann ich das eigentlich noch, dieses Ausblenden? Ja. Schön. Ich habe gedacht, ich hätte das Talent verloren, weil ich dich schon so lange nicht mehr ausgeblendet habe. Ach, schön. Nun gut. Das war alles, was ich euch dazu erzählen wollte. Ich wollte einfach mal. Ich will aber auch gerne von euch hören. Wie war es bei euch in eurer Schulzeit? Wenn ihr auch autistisch seid oder wenn ihr andere Geschichten habt, wie zum Beispiel das ADHS oder irgendwas anderes. Gab es irgendjemanden in der Schule, der das bemerkt hat? Und wenn ja, was würdet ihr Leuten empfehlen, damit sie dann vielleicht, damit es vielleicht denen, die so das Gefühl haben, bei mir stimmt was nicht, einfacher wird, bei denen einfacher wird? Schreibt mir das gerne, schreibt uns das gerne in die Kommentare, weil ich möchte einfach, dass wir hier ein offenes Forum des Austausches sind. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.